Ja, du. Rette ihn! Rette ihn! Ich hoffe, du kannst das. Ja, rette ihn. Wunderbar. Hier hätte er was. Ach, Arbeitsrausch. Ah, okay, ich wollte gerade sagen, was denn das? Das ist ja cool. Interessant. Das nützt bloß nichts. Außer sie kann nicht wachsen. Jahreszeitbedingt ungünstige Temperatur. Das stimmt gar nicht. Wir können jetzt hier eigentlich... Wir haben doch Sommer. Geht aber nicht. Ja, keine Ahnung. Wahrscheinlich, weil das noch gefroren ist oder als gefroren gilt, der Fußboden. Weil außen im Freien haben wir schon 12 Grad plus. Ja, das müsste eigentlich schon funktionieren. So, wunderbar. Ach, ich glaube, das automatisch reaktivieren ist jetzt einfach, dass die eine neue Falle dahin bauen, falls die getriggert wurde. Das ist natürlich auch in Ordnung. Die kann noch innen hin. Und hier auch. Da laufen dann bestimmt noch mal ein paar Feinde drüber. Ja, dann kann hier auch einer hin. Gucken wir mal. Not bad. Ja, vielleicht haben wir Glück und es laufen welche drauf. Das wäre ja nicht schlecht. Die hier kann mal kurz warten. Ne? Die anderen Beeten, die sind glaube ich besser. Vor allen Dingen die hier. Also zuerst die da bauen. Und dann... Ach, hast du mal endlich wieder eine Tür. Ja. Gut, dass er so schnell rekrutiert wurde. Wenn jetzt erst die Tür fertig wird. Ah, hier liegt noch eine schlechte Mütze rum. Hast du eine Mütze auf? Du hast eine Mütze auf, okay. Das ist in Ordnung, das auch. Jo, dann sieht es ja eigentlich ganz gut aus wieder. Abgesehen davon, dass Herodotus, sieht es gut aus. Wir haben jetzt auch wieder ein paar Steine, dann könnten wir vielleicht auch das Zimmer hier ausstraffieren. Pyro müsste ja eigentlich auch umziehen. Wahrscheinlich hier in das Zimmer oder in das hier. Ja. Weil dann wird das hier nämlich unser eigentlicher Gemeinschaftsraum. Ich müsste dann noch mehr so Zimmer bauen hier entlang. Könnte man machen, müsste man die hier mal wegreißen. Ja, der kommt weg. Nee, ist Müll. Man kann ja jetzt irgendwie auch die Wände glätten. Oder die, was, der Fußboden? Weiß es nicht. Muss man jetzt gerade mal gucken. Verbieten, erlauben, ausziehen. Ganz tolle Wurst. Oberfläche glätten. Ja, geht. Die geglättet werden sollen. Genau, dann kann ich nämlich das hier als Wand lassen. Spare ich mir ein bisschen Material und Bauzeit. Na, Bauzeit nicht, weil ich ja dann stattdessen die Wand glätte. Ich glaube, das dauert sogar noch länger. Kannst du bitte mal wieder hier... Ja, genau, ich sage ja. Anbausaison hat begonnen. Die ist bald zu Ende, bis du da mal angefangen hast. Ah, da hast du noch den Arbeitsrausch, da geht's vielleicht ganz flott. Hier so Fallen, da brauchst du auch einen Arbeitsrausch für, wenn ich das so sehe. 300 irgendwas, sehr gut. Ja, dann bau die Dinge auf, Büro. Und dann kannst du bald mal wieder weiterforschen. Das wäre auch nicht schlecht. Wieso machst du jetzt einfache Mahlzeiten? Brauchst du ne? Ja, einfache Mahlzeiten sind nicht nötig. Echt nicht. Hättest du ruhig mal den ganzen Stapel mitnehmen können. Hier rüber tragen. Ja. Das hättest du nie so machen müssen. Hier haben wir schon 15 eingestellt. Dann machen wir hier auch mal 15 Details. Pausieren, wenn zutrifft. Weiter bei 8. Jo, machen wir so. Dann kannst du auch mal ein bisschen Pause machen vom Kochen. Du bist ja eigentlich auch noch Putze und Träger. Das ist natürlich im Moment noch doof, weil du noch immer noch krank bist. Boah, dein rechtes Bein heilt echt nicht. Qualität 13 bei der Verarztung. Das ist halt echt... Das dauert. Vielleicht hätte ich doch dir ein bisschen Medizin geben sollen. Einfach nur, damit er... Ich hätte halt nie gedacht, dass er so schnell rekrutiert wurde, ne? Eine Sekunde später, bupp, meiner. Na, damit hatte ich nicht gerechnet.
Das hat mich aus der Bahn geworfen. Was machst du jetzt eigentlich? Genau, weiter kochen, das finde ich in Ordnung. Trag aber mal ein bisschen Reis rein. Damit du nicht die ganze Zeit hin und her latschen musst. So sinnlos. Das mögen wir nicht. Ich bräuchte ein Tierchen. Sie ist ja eigentlich eine sehr gute Zähmerin. Und wir haben ein bisschen Reis, das heißt, wir könnten uns ja in Hasen zähmen. Ne, wir wollen uns natürlich kein... Oh, hier ist auch noch so ein Ding. Cool. Kein Hasen zähmen. Aber was anderes haben wir hier auch neben Angebot. Elch. Ich hatte an sowas wie Muffalo halt gedacht. Wäre wahrscheinlich ganz cool, so ein Muffalo. Oh, hier so viele Schiffteile. Raumschiffstücke. Das ist gut. Oh, hier ein Polarfuchs. Arctic Fox. Cool. Sehr gefährlich. Tiere, hier Wildtiere. Arctic Fox. Diese Kreatur ist ein Raubtier. Wenn es hungrig ist, wird es kleine Tiere jagen. Eventuell auch Menschen. Gemeinheit. Ibex haben wir auch. Snowhair. Ibex ist hier. Ja, ich hatte mir überlegt, man könnte sich ja im Sommer, wenn man genug Reis hat, so ein Muffalo zähmen. Oder zwei. Und die trainiert man dann auf Abwehr. Und die schickst du dann mit in den Kampf, wenn du angegriffen wirst. Mit in die vorderste Reihe. Wenn sie tot gehen, dann werden sie als Nahrung verwurstet. Und wenn sie nicht tot gehen, dann haben sie Glück gehabt. So unter dem Motto. Das Problem ist halt, dass du die im Winter nicht ernähren kannst. Ne? Im Sommer kann ich sie hier einfach rumlaufen lassen. Sollen sie hier das Gras fressen? Alles tutti, frutti. Ich weiß halt nicht, was ich im Winter mit denen machen soll. Die... Ach, du bist so doof. Die erste Idee, die ich hatte, war einfach schlachten. Wenn der Winter kommt, schlachten, hast du gleich Fleisch für den Winter. Und ich denke mal, das ist... Allerdings ist auch doof, weil... Ich denke, eine bessere Idee ist, sich in Gehege zu bauen. Im Sommer hier Heugras anzubauen und die dann im Winter mit Heugras füttern. Und wenn es Heugras alle ist, dann schlachtest du. Ne, weil du willst die ja nicht im Winter, am Anfang des Winters schlachten. Dann hast du über den ganzen Winter keinen mehr, der dich verteidigt. Das ist ja nicht ganz so cool. Von daher könnte man das so machen. Ja, hier, Arbeitsrausch. Mann, oh Mann, wann bist du denn endlich mal wieder gesund? Gott, Alter, ist langsam. Linker Arm, rechter Arm ist fast wieder gesund. Das Problem ist halt, man kann auch nicht im Nachhinein nochmal neu bandagieren, in der Hoffnung, dass es eine bessere Bandage wird. Ist das hier normal oder was? Nö, niedrig. Ihr könnt das doch mit rübertragen eigentlich. Ja, irgendeine Fraktion mag mich nicht. Jetzt habe ich erklärt bekommen, was das hier ist. Eine natürliche Tendenz im Laufe der Zeit, minus 80 zu erreichen. Das sind Fraktionen, die mich standardmäßig nicht mögen. Naja, die kannst du zwar, wenn du die ganze Zeit betüdelst, kannst du die zwar als Verbündeten bekommen. Aber standardmäßig sind das keine Verbündeten, sondern Feinde. So, was machst du? Baut Schieferzeug. Hier reinige ich mal den Unsinn. Hier drinnen sieht es nämlich aus. Das ist nicht so hübsch. So. Jetzt ist besser. Du kannst da oben mal kochen, genau. Was sagen die Wildtiere? Man könnte natürlich auch so ein Elch sich holen. Wie einfach sind die zu zähmen? Wildheit 75% ist halt schon ein Stück. Wahrscheinlichkeit der Rache bei 1,3 und 2. Das hier ist, glaube ich, Nahkampf und das hier ist Fernkampf. Ich bin mir nicht sicher, wie das funktioniert. Ach nee, das eine ist Zähmen und das andere ist Fernkampftreffer. Genau. 1,3 ist Zähmchance und die 2 ist die Fernkampftrefferchance. Früchte, Samen, Pflanzen. Macht eigentlich alles Mögliche. Dum, 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 dum. Haben wir hier noch lecker Fleisch? Jo. Da kann auch noch ein bisschen kochen, das ist ganz okay. Du müsst das Essen dann auch mal hier rüber tragen, damit das ein bisschen effektiver passiert. Hier. Nein. Trage. Genau.
Und dann kannst du hier von mir aus weitermachen. Weiter kochen. Als nächstes kannst du... Wir sind nämlich jetzt hier super effizient. Pass auf. Super effizient immer. Da ist jetzt auf dem Rückweg. Trägst du den Reis. Dann tust du kochen. Und dann... kannst du... dann tust du nicht kochen, sondern dann tust du sauer machen. Dann kannst du kochen. So rum. Hier, jemand müsste das einfache Leder dann mal wegmachen. Ich könnte da auch was draus basteln und verkaufen, ne? Oder das einfache Leder einfach so verkaufen. Weil braucht kein Mensch mehr den Unsinn. Büro, was macht dein Handwerkskill? Ich glaube eine 5, ne? Gerade so eine 5. Das ist alles nicht so... nicht so toll. Wir haben doch das Schmieden schon. Das Schmieden haben wir schon, ne? Das heißt, ich könnte jetzt hier eigentlich auch eine Schmiede reinbauen. Ich bin mir halt noch nicht sicher, wie ich das hier überhaupt machen will. Hier oben noch Wohnquartiere hin. Dann hier unten die Schmiede vielleicht. Die Werkstatt. Hier, wo jetzt dieser Dummy steht. Den könnten wir auch mal umbauen. Mal installieren bei. Der kann mal. Kann denn der hin? Wo der keinen stört. Eigentlich hier drinnen ist ganz gut. So, hier. Könnt ihr da. Könnt ihr Schießstand-Dummy machen. Auf der Shooting-Range. Gibt der Cover. Leicht Brennbarkeit. Nein, der gibt keine Deckung. Okay, wunderbar. Zumindest sehe ich da jetzt keinen Deckungswert. Das ist in Ordnung. Dann könnt ihr den da ruhig hinstellen. Was machst du? Weiter Steine. Leichtes Zusammenbruchsrisiko. Nein, was los? Stärkere Schmerzen. Platzen. Dreckig. Alles doof. Naja. Elektrik wäre auch ein Traum. Vorratskapsel. Zum Ort. Und es ist... Überlebensration. 19 Stück. Nicht schlecht. Büro. Das ist dein Job. Sobald du hier... das Ding aufgebaut hast, kannst du nämlich mal in die Überlebensration holen. Bevor die Eibechse das wegfuttern. Bitte was? Ist das eine Sie? Ignored. Naja, okay. Schrecklich, schrecklich. Du bist eine Sie? Das ist der Wahnsinn. Alter 29, weiblich. Das ist ein Jahr jünger als ich. Büro. War das jetzt deine? Umlockte. Durch subtile Komplimentieren ihrer Intelligenz. Nice. Das gibt doch jetzt bestimmt wieder einen Abzug, oder? Nö, doch nicht. Okay, das ist in Ordnung. Doch. Warum gibt das so viel Mutabzug? Das ist doch Unsinn. Dann sollen sie es lassen. Dann sollen sie es einfach lassen. Eieiei. Außerdem, du hast eine Frau, die liegt direkt neben dir. ja. Na gut. Achso, ich wurde ja, genau. Hier, du solltest mal da oben was holen gehen. Und ne, irgendwelche fremden Frauen ansprechen. Das macht man nämlich, ne? So gehört sich das ja, ne? Wieso schläft sie eigentlich schon? Hat sie nicht die gleichen Zuweisungen wie wir? Doch. Aber juckt sie nicht. Die war... Warum? Ach so, weil du krank bist, deswegen. Ja, sie kocht im Moment bloß. Ansonsten hat sie ja Bedrest. Um zu heilen. Zusammenbruch schwer. Was ist los? Jetzt wird's ja richtig schlimm hier. Sehr gemütlich. Und dann kommt ein Zusammenbruchsrisiko schwer, oder was? Leckere Mahlzeit gegessen, ist erholt, brauchbares Esszimmer, ist doch alles ein Traum. Abscheuliches Schlafzimmer. Oh. Warte mal. Da kann man doch was, bestimmt was tun. Da gibt es doch was von Ratiofarm. Schieferboden? Magst du Schieferböden? Fehler. Böden. Böden, Böden, Böden. Der ist teuer. Oh, wow, 100 bloß. Das geht. Ja, hier, mach mal bitte ihren Fußboden, damit sie nicht mehr meckert, wie schlecht ihr Raum ist. Überfall. Sie greifen sofort an, okay.
Wer ist es? Zwei, mit dem Bogen und mit dem... Ja, von mir aus könnte er kommen. Das juckt mich nicht. Wie macht man das am besten? Wollen wir das hier drinnen verteidigen? Wäre eigentlich cool, ne? Aber die machen meine Fallen kaputt. Und für die beiden will ich keine Fallen verwenden. Ehrlich, ne? Von daher würde ich sagen, ihr seid da unten. Ihr geht mal hier oben hin. Wir gehen denen entgegen. Schlechter Treffer. Oh mein Gott. Ja, Treffer. Attacke. Nice. Haha, super. Los, ihr trefft sie. Oder auch nicht, weil ihr übel schlecht seid. Ich weiß gar nicht warum. Oh, nice. Oh. Alle tot. Sehr gut. Okay. Dann war doch ganz in Ordnung. Was hast denn du mit Sicherheit-Tee? Okay, von mir aus. Sonst noch irgendwas? Ein schlechtes Messer. Ist das schlechte Messer? Nahkampfschaden ist 5,8. Was hast du? Du hast den Stahlknüppel, der macht, der ist besser. Okay, dann lass das Messer hier vergammeln, echt mal. Jo, du kannst eh nichts machen, du trägst den Tee. Ja, musst natürlich erstmal aufhören. Hier, trage den Tee. Und du trägst den Bogen. Ausrüsten als Seitarm, nee, tragen. Trage den. Schön, dass du das Essen rausgeholt hast. Das finde ich top von dir. Sauber. Schön, dass du das gemacht hast. Ich bin stolz. Mann, sieht das da rum, Dovi. Ja, nee. Ja, trage. Wenn du es da schon hinschmeißt, du Hugo, dann kannst du aber auch wissen, dass du das da holst, du. Da lasse ich dich nie so einfach davon kommen. Wieso ist denn die Wand hier kaputt? Nicht im Büros Zimmer essen. Der mag das nicht. Muss ich ihn auch nochmal umziehen? Sie kriegt das Zimmer hier. Oder das hier. Muss ich mal gucken. Wir können auch das Zimmer kriegen. Dann wandert der Tisch und der Stuhl nämlich hier rein. Das hier wird die neue Gefängniszelle quasi. Jemand ist auf der Durchreise. Ja, von mir aus. Interessant, dass wieder beide tot sind, ne? Das ist so ärgerlich. Okay, schweren Treffer am Kopf erwischt. Eigentlich hat sie keine tödliche Verletzung gekriegt. Ist trotzdem hinüber gewesen. Sicherheit Addiction. Tote Wurst. Und du? Wie geht's dir? Du bist eigentlich auch nicht tot. Ach, naja. Das ist halt dann so. Ihr wart bestimmt eh schlecht, oder? Ja. Nicht der Rede wert. Auch nicht der Rede wert. Psychopath ist ganz cool. Fleißig ist cool. Das ist nicht so cool, aber in Ordnung. Ja, waren jetzt nicht super nützlich, von daher ist nicht so schlimm, dass er hier im Büro schläft. Er trainiert da erstmal in seiner Puppe. Fetzt. Mach das. Gönn dir mal so richtig. Das war ein Angriff, mit dem kommt man zurecht. Wieso schläfst du? Achso, immer noch, weil dein rechtes Bein ist noch hinüber. Aber bald ist es wieder ganz. Hoffentlich. Ich weiß gar nicht, wie viel das... das schneller heilt, wenn er im Bett ist. Habe ich keine Ahnung. Wollen wir jetzt irgendwas züchten? Züchten, wollte ich gerade sagen. Der Arctic Fox liegt da. Ist halb tot. Was ist los mit dir? Wie lange hältst du noch durch? Tot in 6 Stunden. Wie schwer bist du zu zähmen? Wildheit 75. Tierpfleger Mindestwert 6. Rette ihn. Hahaha, ich habe eine Idee. Den retten wir jetzt hier hin, irgendwo. Sag mal hier und dann versuchen wir zu zähmen.
Da habe ich Bock drauf. Den kann ich ja dann verkaufen. Ich meine, es ist ein Raubtier, der frisst eh Fleisch. Ist auch in Ordnung. Struktur, Möbel, Schlafplatz, Tier. Hier. Super, da wohnt er jetzt. Hier, du. Rette ihn. Rette ihn. Ich hoffe, du kannst das. Ja, rette ihn. Wunderbar. Büro. Du gehst, genau, du holst dir den. Schlachte Kreatur. Ist in Ordnung. Bist du wieder fit? Nö, die ist immer noch kaputt. Aber gib bloß einen 6% Abzug. Das ist in Ordnung. Gott sei Dank, das hat sich ja ewig hingezogen, bis es mal wieder geheilt war. Was machst du? Achso, du machst jetzt den Fußboden da. Genau, das ist in Ordnung. Dann kannst du deinen Fußboden machen. Hier, das wird... Neu. Das hier zieht um. Neu installieren hier. Das hier wird neu installiert hier. Das wird auch neu installiert hier. Und das Ding wird auch neu installiert hier. Gut, wunderbar. Was ist das hier? Normale Qualität? Das ist auch normale Qualität. Von daher ist das in Ordnung. Dann kann sie jetzt hier wohnen. Zuweisung. Ne, warte mal. Achso, hier erstmal keine Gefangenen mehr. Und dann bist du hier. Sido, Pledo. Ganz toll bist du. Abschau dich minus 2. Wahrscheinlich war er dreckig, ne? Hier, reinige den Unsinn mal. Ich glaube, dann ist das wieder hübsch. Das Ding hier ist auch bloß durchschnittlich, weil es nicht gereinigt gemacht wird. Na, wie sieht's jetzt aus? Durchschnittlich, jawohl. In Ordnung. Na gut, immerhin in Ordnung. Das solltet ihr ja schon mal einen Bonus geben. Er wird wahrscheinlich auch so einen Bonus haben, ne? Brauchbares Schlafzimmer, brauchbares Esszimmer, findet er in Ordnung. Deine Kommode, exzellent, und dein Nachttisch gehen mit. Holzsarkophag bleibt mal da. Muss doch mal gucken, ob ich dann vielleicht eine Statue da reinstelle. Damit das ein bisschen hübsch ist. Ich weiß es noch nicht. Wo ist denn jetzt der Fox? Dreckst denn hier rum, okay. Büro muss den dann klar heilen, den Fox. Ohne Medizin, versteht sich, einfach so. Dann kann der nämlich hier bleiben und geheilt werden. Falls er doch stirbt, haben wir Essen. Ist auch nicht schlecht. Ich weiß nicht, vielleicht sollte ich ihn hier in Stapel Essen daneben stellen, damit er mich nicht angreift. Mal sehen. Gott, bist du langsam. Lauf schneller! Ist er tot? Nö, lebt noch. Wie lange? 3 Stunden. Hier, Büro. Rette! Los, behandel! Nein. Nicht so. Wie kann ich dem... Ja, hier, nix da. Medizin behandelt so. Genau. Wenn er das überlebt, ist top. Wenn nicht, ist mir doch wurscht. Hier, der kann ja auch gezähmt werden. Gerne mal. Vor dir da. Du wirst das ja hoffentlich machen, ne? Du hast das doch bestimmt auf Max, oder? Aufsehen 1, hier, Tierpflege ist 1. Wunderbar. Du bist so Level 14 in Tierpflege. Von daher lohnt sich das eigentlich, sich irgendwelche Tiere zu besorgen und die dann, ja, die dann als Verteidiger zu nutzen. Die sind ja nicht schlecht. Vor allen Dingen, wenn sie entbehrlich sind, ne? Wenn du die gerade hast, einfach geholt hast, dann ist das ja nicht so schlimm. So könnte man das hier mit dem Eibechsen auch machen. Irgendeinen anschießen und wenn er dann bewusstlos am Boden liegt, dann holst du ihn. Setze. Behandelt, okay. Dim. Oh, du bist wieder gesund. Ich werd verrückt. Oh, du baust. Du machst ja richtig was. Du bist ja nützlich. Bist du echt Bauarbeiter? Bauen 2, tatsächlich. Und du kannst das lernen, deswegen machst du das. Ja, ist in Ordnung, mach das. Pyro kann das zwar auch, und zwar richtig gut, glaube ich sogar schon. Bauen? Ja, eine 11, ne? Oh, fast 12. Fast 12, dann kann er auch richtig gute Möbel herstellen. Ich habe ja immer noch keine Betten gebaut, aus dem guten Grund.
dass sich das noch nicht so richtig lohnt. Großer Schlafsack schlecht. Ja, den tausche ich dann aus. Pyros Bett kommt dann nämlich hin. Der kriegt ja dann den Raum hier oben. Aber Arsch, wenn da ein Ohr im Fußboden drin ist. Mindestens Fliese. Wenn nicht sogar... Hier, ne? Baumwolle. Teppich. Haben wir denn schon Teppich? Da sind wir gerade dran. Das ist ja super. Dann kann ich mir das ja so ein bisschen aufheben hier. Der Stoff haben wir ja noch. Da kommen aber keine Händler vorbei, ne? Aber in dem Szenario habe ich mir ja auch nichts eingestellt, dass ich irgendwie Händler kriegen sollte, sondern das ist ja jetzt hier voll und ganz Vanilla quasi. Nee, es ist überhaupt nicht. Wir haben einen Haufen Mods am Laufen. Aber was die Händlerhäufigkeit betrifft, ist immer hier Vanilla unterwegs. Und da sehen wir, das ist nicht so oft. Ey, Fleisch ist im Lager verdorben. Oh nein, was machen wir nun? Hier ist noch ein bisschen Hasenfleisch. Klar, warum ne? Kann man immer die Leichen wegnehmen? Danke. Starlight macht das. Starlight ist der Mann fürs Missione. Dafür halt. Genau dafür ist er der Mann. Ein bisschen Fleisch wäre cool. Wenigstens ein bisschen. Ich muss mal gucken. Halt, Wildtiere. Genau, du bist noch außer Gefecht. Ibex gibt einfaches Leder. Und der Elch gibt einfaches Leder. Also es ist egal, ob ich den Elch oder den Ibex umniete. Und ich schätze mal, der Snowhair macht leichtes Leder. Okay, die machen was anderes. Einfaches Leder ist nicht leichtes Leder. Leichtes Leder ist etwas besser, aber... Ja, leichtes Leder. Ja, einfaches Leder ist... Ja, einfaches Leder ist schon fast okay.